Okay, Leute, das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Bald steht Weihnachten vor der Tür, aber danach haben wir noch ein großes Highlight. Und zwar am 31.12. machen Probike und Pushin' Limits den großen Silvester-Clash. Silvester-Clash, das bedeutet, wir werden am 31.12. die Überpretzel-Runde aufs Swift fahren. Das heißt, 2300 Höhenmeter gesamt und am Ende geht es nochmal mit Grande Finale die Alp des Swift hoch. Wir werden das Ganze als Group Ride fahren. Das bedeutet, wir haben kein Rubberband, was uns zusammenhält als eine Gruppe. Allerdings versucht, so lange wie es geht, im großen Pulk zu bleiben, denn der Windschatten-Effekt ist auch auf Swift immens. Und so kommt ihr effizient über die ganze Runde. Und da habe ich schon den ersten Tipp für euch. Und zwar, wenn ihr das fahrt, versucht wirklich, so lange es geht, im Windschatten zu bleiben. Zieht auch gerne mal über die Kuppe ein bisschen mehr. Denn sobald es in die Abfahrt geht, könnt ihr auch 1 Watt pro Kilo fahren oder sogar 0 Watt pro Kilo und fahrt trotzdem 40, 45 km/h. Wenn ihr allerdings alleine fahrt, dann wird das ein bisschen schwierig. Was ihr tun müsst, um mitzumachen, und zwar müsst ihr einmal hier unten auf den Link klicken, da kommt ihr dann zum Silvester Clash Probike featuring Pushin' Limits. Da müsst ihr einmal quasi auf Teilnehmen drücken. Wie bei mir solltet ihr euch als Probiker bitte unten anmelden, da unten das kleine grüne Häkchen setzen, denn das bedeutet, ihr gehört zu Team Probike und am Ende zählen wir natürlich durch, wie viele Probiker und wie viele Pushin' Limitser es ein Ziel geschafft haben, und ich gehe mal davon aus, dass Probike auf jeden Fall die bessere Quote mit sich bringen wird. Noch ein kleiner Hinweis an der Stelle, das Ganze ist ein Community Ride, das bedeutet, ihr müsst nicht das Ding zu Ende fahren. Ihr dürft natürlich gerne einfach mal mitfahren, fahrt mal so weit ihr kommt und schaut mal, wie es läuft. Nicht nur Profis sind hier gefragt, sondern jeder, der Bock hat, am 31.12. mit uns dabei zu sein. Ihr seid noch nicht überzeugt? Okay, dann setzen wir noch zwei Highlights drauf. Nummer 1, wenn ihr das ganze Ding finisht, bekommt ihr dieses Jersey auf Swift freigeschaltet. Das ist noch viel cooler als das reale Trikot, weil es bedeutet, dass ihr das Ding gefinisht habt und ihr könnt dann immer jederzeit damit rumfahren. Das zweite Highlight ist, dass wir euch wie gewohnt mit Entertainment wieder versorgen werden. Das bedeutet, schaut mal auf der Probike-Seite oder Pushin' Limits-Seite. Dort wird es einen Livestream geben. Wir filmen uns, wie wir mit euch fahren, was unterwegs passiert. Wir haben noch ein paar Ideen. Seid einfach dabei, schaltet mit ein. 31.12. 9 Uhr ist Start.